Karlchen, das Maskottchen der kommunalen Wohnungsgesellschaft Senftenberg, hat gemeinsam mit Willi Werkel den Senftenberger Tierpark besucht. Dort besichtigten beide unter anderem die Baustelle für das zukünftige Wariland. Willi Werkel ist das Maskottchen der Integrationswerkstätten GmbH Niederlausitz. Ihr Tochterunternehmen, die WBS Tierpark Betriebs GmbH Niederlausitz, betreibt den Senftenberger Tierpark. Der Geschäftsführer des Tierparkbetreibers WBS, Tino Jörke, rechnet mit der Fertigstellung in diesen Tagen. Gleichzeitig dankt er allen Spendern, die das Projekt unterstützt haben. Erste Besucher können jedoch erst 2021 in das Gehege. Bis dahin müssen die roten Waris und die Katas untereinander vergesellschaftet werden. Im Anschluss daran werden die Tiere an den Kontakt mit Menschen gewöhnt. Wer die Lemuren im neuen Gehege von außen beobachten möchte, hat dazu ab September Gelegenheit. Die kommunale Wohnungsgesellschaft Senftenberg und die Integrationswerkstätten GmbH Niederlausitz kooperieren bereits seit vielen Jahren. Unter anderem nutzt der Großvermieter den Service zur Aktenvernichtung. Damit werden auch Arbeitsplätze bei den Integrationswerkstätten nachhaltig gesichert. Laut KWG-Geschäftsführer Roland Osiander habe das Unternehmen zudem das WARI-Projekt und zuvor bereits den Bau des Erdmännchengeheges unterstützt. Besuchen können Sie King Louis und Co. im Tierpark am Senftenberger Steindamm immer montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 18 Uhr.